Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 423. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und der Marvin. Hi, hallo. Ja, wir nehmen diese Woche zu einer ungewohnten Zeit auf. Es ist jetzt Mittwochabend, 22.38 Uhr, sagt meine Uhrzeit, mein Computer. Ja, wir haben jetzt gerade eben dieses wunderbare Freiburg-Spiel betrachten können und das war der Grund, weswegen wir so in der Woche aufnehmen, weil Dienstag passt ja nicht, Donnerstag passt ja nicht, haben uns spontan entschieden, jetzt nach dem Spiel aufzunehmen. Mit welchem Gefühl, stellen wir mal die klassische Interview, On-Field-Interview-Frage. Patricia, wie fühlst du dich nach diesem Spiel? Ja, das Ding ist ein bisschen ärgerlich insgesamt. Also im Nachhinein, ja, ein Unentschieden geht klar. Das ist vollkommen in Ordnung jetzt insgesamt aufs ganze Spiel gesehen. Ich finde es nur halt so ärgerlich, dass man eigentlich recht gut angefangen hat, dann auch in Führung geht, dann erstmal zurückliegen muss, um dann noch ein Unentschieden rauszuholen, mit dem man dann sagt, okay, ich bin jetzt zufrieden mit dem Unentschieden. Das hätte irgendwie nicht so laufen müssen, aber nach dem 1-1, finde ich, war da so ein bisschen der Wurm drin. Weiß nicht, wie es euch Fall, geht. Ja. Es ist merkwürdig, ne? Ich muss sagen, ich habe das Spiel komplett audiomäßig verfolgt, weil ich im Auto unterwegs war. Im Auto und dann habe ich es audiomäßig verfolgt und ich muss irgendwie sagen, Props an Amazon. Wir haben das ja nur noch dieses Jahr, glaube ich, die Lizenz. Ja. Aber die machen das echt gut und ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt, bis auf die Tatsache, dass mein Stream irgendwie 5 Sekunden langsamer war. Aber ja, die letzte Viertelstunde habe ich dann unseren allseits geliebten Phil Hofmeister in HR Info gehört und dann hatte ich auch wieder wenig zeitversetzte Infos. Aber was mir deutlich aufgefallen ist, allein nur vom Audio, ist die Tatsache, dass die Eintracht nach dem 1-1 kommt. Komplett aus dem Spiel sich selber rausgenommen hat, irgendwie voll den Faden verloren. Vielleicht könnt ihr das mit euren visuellen Eindrücken bestätigen. Ja, es bestätigt ziemlich genau das, was ich auch wahrgenommen habe. Wir haben irgendwann ab einem gewissen Punkt so ein bisschen den Zugriff auf dieses Spiel verloren. Du hast halt gemerkt, dass Freiburg wesentlich aggressiver die Zwischenräume besetzt. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie Entlastung zu führen und sind dadurch irgendwie sehr stark in unserer Stabilität erschüttert worden. Also wir haben es irgendwie auch, da waren dann viele Nicklichkeiten drin, viele Fehlpässe, dass Spieler nicht in die Räume gelaufen sind, wo der Ball hingespielt worden ist, man sich irgendwie uneins war, wer irgendwie hingehen soll. Ich fand, du hast das auch gemerkt, so mit zunehmendem Spielverlauf sind so gewisse Akteure auch immer mehr frustriert geworden. Ja? Also ich meine, man hat es ja schon mal irgendwie, wenn so ein langer Ball in den Lauf gespielt wird und du kommst halt nicht ran, dass du dich zumindest beim Passgeber so mal symbolisch mit so einem erhobenen Daumen bedankst und nach dem Motto, ey, war immerhin ein Versuch wert. Und da waren so ein paar Pässe dabei, die dann gespielt worden sind, wo Kostic in den Raum geschickt wurde, der hat sich nicht mal mehr bedankt, der ist einfach wutschnaubend wieder zurückgetrabt. Also du hast halt gemerkt, die Frustration bei den Leuten ist halt auch irgendwie angestiegen, weil du gemerkt hast, es funktioniert halt irgendwie nichts. Es war so Brechstangenfußball, man wollte gern, aber man hat irgendwie nichts auf die Kette gekriegt. Ja, also ist auf jeden Fall auch so der Eindruck, den ich hatte. Es ist uns extrem schwer gefallen, heute wieder das Spiel zu machen, weil die Automatismen nicht funktioniert haben. Freiburg hat das dann relativ schlau gemacht. Wir haben sich dann auch sehr, sehr zurückgezogen, haben trotzdem diese, ich glaube, René, du hast gerade schon gesagt, dieses Aggressive, dieses schnell auf den Ball gehen, uns wenig Raum lassen dann doch auch trotzdem. Alles aber in deren Hälfte trotzdem gezogen. Da war kaum Platz und das hat uns überhaupt nicht gut getan. Du hast gemerkt, die Pässe haben nicht, das waren sehr viele individuelle Fehler, du sagst das schon, die Laufwege haben nicht gepasst. Das wirkte sehr uneingespielt, muss man tatsächlich sagen, denn gerade teilweise in der Vorwärtsbewegung und dann war es ja eigentlich bezeichnend, dass du dieses Eigentor in Anführungszeichen ein bisschen erzwungen hast, dass du dann eben nochmal das Unentschieden geschafft hast, weil ich glaube tatsächlich, aus eigener Kraft nochmal ein Tor zu machen, wäre uns wahrscheinlich tatsächlich am Ende nicht mehr gelungen, weil ich fand, da waren so viele Situationen dabei, wo einfach die Bälle, ja, auch bezeichnend der Wechsel dann von Chandler, der auch wirklich leider überhaupt keine Akzente mehr setzen konnte. Vorher auch Touré schon problematisch. Also es war so, das Gesamtspiel hat einfach nicht gepasst. Deshalb bin ich mit dem 2-2 absolut zufrieden jetzt am Ende. Ich hatte es dann doch schon
Ja, in Teilen nach dem insbesondere 2-1 von Pedersen habe ich schon gedacht, oh Gott, okay, schade, jetzt verlierst du hier in Freiburg, obwohl du, wie Patricia auch schon angeführt hast, ja super stark angefangen hattest. Ja, also das 1-0 war ja herausragend. Ich meine, du hast wieder diese Situation, dass So halt einfach den Raum sieht und dass ein Younes da halt reinläuft. Da waren diese Automatismen noch da und da hat die auch Freiburg noch diese Räume gelassen. Und später war es halt wirklich, wie du gesagt hast, Dennis, die standen halt quasi mit Mann und Maus mehr oder weniger in ihrem eigenen 16er. Und ich habe dann auch diese Spieltaktik von uns nicht verstanden. Also du hast dann da einen Silva, einen Jovic und dahinter einen Younes stehen, umringt von 5 hochgewachsenen Freiburger Defensivmännern. Und das Einzige, was uns einfällt, ist, so auf Höhe der Mittellinie eine langgezogene Flanke in den Strafraum zu schlagen. Ja, da kannst du auch einen Kaffee trinken und dann köpft er den trotzdem weg. Also, was macht das für einen Sinn? Ja, ich glaube, es war hinten raus auch irgendwie einfach schwierig. Wie du schon gesagt hast, auch Kostic hat sich ja dann irgendwann nicht mehr bedankt und so. Ich glaube, das ist dem dann auch geschuldet, dass du das ganze Spiel anläufst ohne Ertrag. Ja. Und dann bist du halt irgendwie zermürbt. Ich glaube, die haben es einfach geschafft, die Eintracht zu zermürben. Ja, das haben mit sie. Dem 1-1 und anschließend auch mit dem Pressing. Also Freiburg hat dann schon irgendwie versucht, den Spielaufbau sehr früh zu stören und die Eintracht gar nicht mehr ins Spiel zu lassen. Das hat halt geklappt leider und die Eintracht hat halt gleichzeitig auch nachgelassen mit ihren Ideen und hat sich halt irgendwie ein bisschen davon, ja, ich glaube einfach leider ist Freiburgs Taktik aufgegangen und die Eintracht hat nichts dagegen gesetzt. Und kriegst dann irgendwie noch so ein Dulli-Tor von Pedersen, was ja jetzt auch nicht mal irgendwie geil rausgespielt war, sondern einzig und allein daran liegt, dass wir selbst nach dem dritten Kopfball nach der Ecke es nicht schaffen, diesen Ball aus unserem Strafraum rauszukriegen. Das macht dich ja dann erst recht mürbe. Ja, es ist auch so nervig, dass halt dieser typische Joker auch sein typisches Joker-Tor macht. So, es war so vorhersehbar. Marvin, du wolltest noch was sagen? Ja, nee, ich sag genau das. Also gerade mit dem Joker finde ich halt im Endeffekt spannend, ne? Weil es ist halt schon krass. Ich meine, gerade wenn du dir überlegst, dass du dann auch sogar noch in Rückstand gehst. Ich habe mich echt geärgert, dass Pedersen schon wieder getroffen hat. Ja, also das ist halt echt ist ein guter Spieler, immer noch, auch in höherem Alter, aber es ärgert einen trotzdem. Ja, und dann denkst du, okay, 2-1, scheiße, jetzt wird, also ich habe das, wie gesagt, vom Radio und dann denke ich, oh scheiße, jetzt wird die Sache nochmal ganz schön eng. Du merkst halt, Freiburg ist in dieser Saison ähnlich wie wir gut drauf. Ja, auch wenn sie jetzt gegen die Bayern zuvor verloren haben, das passiert viel. Aber die sind unbequem zu spielen, die Patricia hat es wunderbar ausgeführt. Die zwingen dir so ein bisschen den Spielstil zu, ja, und auf, den sie machen. Und deswegen hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ich merke, dass eure Unzufriedenheit, das ist auch vollkommen legitim. Für mich ist es tatsächlich in Ordnung. Ich finde es okay. Wieder nicht verloren, ja. Und auch natürlich jetzt, ne, jetzt waren jetzt halt diese englischen Wochen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben letzte Woche ja auch gespielt im Pokal. Gut, sind mal rausgeflogen, aber das frisst ja trotzdem ein paar Körner. Ja, und dass wir jetzt erneut nicht verloren haben, auch gegen so einen starken Gegner, Tabellennachbarn, das finde ich tatsächlich unterm Strich okay. Wir bleiben auch ein paar positive Sachen, gerade auch wenn ich darüber nachdenke. Ja, geil, Younes wieder getroffen, ne? Frühzeitig die Unsicherheiten dort ausgenutzt. So ein geiles Spiel, dieser Typ, das ist unfassbar. Ja, und auch, ich meine, ich fand auch, also wie gesagt, ne, ich fand auch von dem, was ich gehört habe, ist total geil. Es ist, wir müssen uns vielleicht viel öfter mal auch in diese Gedankenwelt reinversetzen, dass wir Spiel nicht immer nur hören, sehen, sondern auch hören. Ja. Und auch da, von dem, was ich gehört habe, war das bei So zum Beispiel auch ordentlich. Also unsere Spieler sind da und wir müssen auch überlegen, es ist auch so, es ist Spiel 1 nach Abraham. Ne? Und Spiel 1 nach Abraham heißt, dass du natürlich nicht mit dieser gleichen Konsistenz immer so weiterspielst. Ein Tutor sich erstmal eingewöhnen muss. Und da will ich aber von euch wissen, wie war denn Tutor? Was habt ihr auf dem Platz gesehen? Jetzt wird es ziemlich spannend. Ja, jetzt wird's ernsthaft spannend, weil ich glaube, also in meiner Wahrnehmung, aber vielleicht war ich da auch schon von vornherein, weil ich so ein bisschen auch im Kopf hatte, so nach dem Motto, ey, du darfst jetzt nicht zu kritisch sein, das ist halt sein erstes, das jetzt das tatsächlich erste Spiel, wo er sich wirklich beweisen muss. Aber ich fand Tutor jetzt gar nicht so schlimm an der Stelle. Also ja, er hatte so ein paar Stellen, wo du gesagt hast, okay, da fehlt ihm vielleicht so ein bisschen die Spielpraxis, aber du hast halt gemerkt, er findet in dieses Spiel halt auch rein und er hatte dann halt auch so Aktionen, wo er irgendwie 2 Freiburger austrippelt, weil er halt einfach mal was versucht. Also der war jetzt für mich nicht
der, der mich am meisten aufgeregt hat, tatsächlich. Souverän. Patricia, möchtest du erst noch sagen oder soll ich erst noch ein Statement abgeben? Du kannst gern. Okay, also ich muss tatsächlich sagen, Tuta hat heute ein wirklich ordentliches Spiel gemacht, weil er definitiv diese Präsenz, die wir uns erhoffen, nämlich, Marvin, du hast es gerade richtig angesprochen, er geht in die Fußstapfen von David Abraham, der einfach überragend häufig gespielt hat, und das hat er heute wirklich wieder sehr ordentlich gemacht. Also ist teilweise wirklich nicht aufgefallen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich fand, die Abwehr oder die Defensive generell hat heute in Teilen überhaupt nicht funktioniert, lag aber dann teilweise auch an der Indika-Position, auch dieses System Dreierkette, Fünferkette über die Seite Kostic, waren einige Situationen, nicht nur das Gegentor, sondern wirklich, wo ich gesagt habe, wow, also da muss auf jeden Fall sich erst nochmal ein bisschen das System einspielen. Auch die Räume müssen ein bisschen zugestellt werden. Lag aber überhaupt nicht an der Tuta-Seite. Tuta wirklich ordentlich. Mag auch sein, dass Freiburg eher dann die Indika-Seite genutzt hat für die Angriffe. Auf der anderen Seite, René, du hast es gerade schon angeführt, Tuta hat sich auch mal getraut, dann einfach den Ball nicht eben schnell oder den sicheren Pass zu spielen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich traue mir zu, auch mal in einen Zweikampf zu gehen, was ja teilweise, oh Gott, du bist kurz vorm 16 Meter, bist du wahnsinnig. Auf der anderen Seite aber natürlich eine unglaubliche Souveränität und unglaubliches Selbstbewusstsein dann gegeben hat und ausgestrahlt hat. Also dementsprechend Tuta für mich heute also schon überhaupt kein Totalausfall und auch wirklich eine solide Leistung, mit dem du auf jeden Fall in den nächsten Spielen gut arbeiten kannst, denke ich. Patricia, wie siehst du das? Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Ich kann es kurz machen. Ich fand es auch souverän, solide. Es hat jetzt natürlich nicht das krasseste Spiel gemacht, ist natürlich auch nicht vergleichbar mit Abraham, aber mir gefällt es, dass der irgendwie jetzt schon, finde ich, eine Ausstrahlung hat. Also, ja. Ich weiß nicht, er hat irgendwas, was mir sagt, okay, er ist da, er will, er hat auch irgendwie jetzt keinen besonders großen Respekt vor irgendeinem Gegner, so im negativen Sinne. Ich mag den eigentlich sehr gerne und das hat ganz gut funktioniert dafür, dass er jetzt quasi der Abraham-Ersatz ist. Mhm. Ich habe jetzt keine großen Bauchschmerzen, mit ihm da weiter auf der Position zu spielen, weil ich glaube, dass der sich da auch recht schnell einfinden wird. Und wie gesagt, das 1-1 ist auch nicht über seine Seite gefallen, das muss man auch mal sagen. Das soll kein Shade auf Indika sein, das ist immer noch, ich bin sehr, sehr froh, dass wir Indika haben und dass er jetzt regelmäßig spielt. Also. Nee, also das ist halt auch wieder, war so eine blöde Situation bei diesem 1-1. Du hast halt einen Hinteregger, der in dem Moment halt so ein bisschen aus der Abwehr rausrückt und dann kommt halt der Ball in seinen Rücken. Und Indika versucht halt irgendwie die Lücke zuzulaufen und macht halt damit eine andere auf. Ja, das passiert halt, mein Gott. Also da kannst du halt in dem Moment halt auch nichts machen. Er muss halt auch irgendwo hin. Ne? Ja. Also dann geht er halt auf den Spieler, der zentraler steht. Macht schon auch Sinn, dass dann die Außen, die Seite halt komplett frei ist. Was soll er machen? Das ist halt die Gefahr bei der Dreierkette. Sobald da halt einer rausgeht, hast du halt wenig Spielraum da hinten. Und bis die Außen, die ja dann extrem weit vorne sind, zurückgelaufen sind, auch wenn wir da schnelle Leute haben, das dauert halt einfach, ja. Viel erschreckender fand ich tatsächlich meine Wahrnehmung, als ich dann mal gesehen habe, wie das bei unseren Ecken aussieht. Wir sind ja gerne auch mal anfällig dafür, dann nach so einer Ecke in Konter zu laufen. Und als ich dann gesehen habe, dass Hasebe als einziger letzter Mann da an der Mittellinie stand, da wurde mir mal kurz schlecht. Also nichts gegen Hasebe, der hat auch seine gewissen Vorteile. Aber wenn dann auf einmal drei Freiburger dann schnell in Konter einleiten, dann kann der sich halt auch aussuchen, wen er da wegkritscht. Weil mehr wird er nicht schaffen. Aber im Großen und Ganzen, euer Eindruck, was kann man aus diesem Spiel heute eigentlich ziehen? Dass Kamada eine längere Pause braucht. Auch wenn er das 2-2 gemacht hat, aber er hat mich fürchterlich aufgeregt. Er hat meiner Meinung nach dieser Einwechslung nichts gebracht und er hat mich echt nur geärgert. Die Kamada-Einwechslung war auch, glaube ich, zwangsläufig damit verbunden, dass Barkok gelb-rot gefährdet war und auch was jetzt auch, mal ganz ehrlich, es hätte keinen Unterschied gemacht an dieser Stelle. Ja. Aber er hat doch direkt
Anpfiff eigentlich eine Torchance gehabt, die doch dann nur ganz knapp vereitelt. Ja, aber das, da muss Marvin, das ist das Schlimmste eigentlich, das führt auch eher dazu, dass du ihn eher kritisieren musst, denn er hat tatsächlich aus einer wirklich hervorragenden Situation den Ball leider nicht mal aufs Tor gebracht. Das ist eher was, die Situation, klar, du musst dich erstmal so freilaufen und so weiter und so fort. Wenn er ein bisschen mehr Qualität im Abschluss hätte, und das ist ja eine Kritik, die man ihm wirklich ankreiden muss, dass da einfach eine gewisse Qualität im Abschluss fehlt, wäre das sicherlich eine deutlich gefährlichere Chance gewesen. So klar kann man als Torchance für die Eintracht zählen, aber es ist wirklich traurig. Oder ich maße mir mal an zu sagen, wenn da jemand wie ein Jovic in der Situation schon im Spiel gewesen wäre, wäre ein Ball kommen, wäre sicherlich ein bisschen mehr bei rumkommen als ein Kullerball, der daneben das Tor fällt. Ja, ich merke, die Luft wird dünn für Kamada, zumindest hier im Eintracht-Podcast, ja, ist nicht mehr uneingeschränkt. Nee, also weil du halt jetzt einfach Alternativen hast, die halt ganz anders performen. Also ich glaube, an einem Younes wird es halt in Zukunft jetzt echt schwer, auf dieser Position dran vorbeizukommen. Barkok hat halt auch gewisse Qualitäten. Ich sehe den halt prinzipiell allerdings sogar noch so ein bisschen mehr auf rechts. Mir hat halt die Variante gegen Schalke, da können wir dann ja auch gleich nochmal drüber reden, mit einem Barkok auf der rechts halt extrem gut gefallen. Und wenn du dann halt auch tatsächlich dann mal einen Jovic hast, der halt einfach ein bisschen Spielpraxis gesammelt hat und du ihn halt auch gerne von Anfang an als zweiten Stürmer bringen willst, dann ist halt kein Platz mehr für einen zweiten Zehner. Ja, dann ist es aber auch vollkommen okay, dass man einen Auswechselzehner hat. Genau. Also genau. Ich weiß auch nicht, ich habe Kamada ja recht lange verteidigt, wo schon viele angefangen haben mit härteren Kritiken, bin aber mittlerweile auch, also die letzten Spiele hat es mich auch ehrlich gesagt ein bisschen genervt, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, weil es halt, es ist halt einfach zu wenig momentan. Ich glaube immer noch, dass er mehr kann und dass da auch, dass er das Talent eigentlich hat. Dass es aber gerade irgendwie einfach irgendwas fehlt, irgendwie muss der Knoten da platzen und die Eintracht hat jetzt aber halt keine Zeit, ihn da durchzuschleppen. Vor allem muss sie ihn auch nicht durchschleppen. Ja. Das ist halt, weil jetzt die Optionen da sind. Es wäre es für mich vollkommen in Ordnung, wenn da jetzt halt Younes und Barkok spielen, die momentan halt einfach stärker performen. Wenn sich dann im Training irgendwie was auftut, Hütter ist der Letzte, der jetzt keine Chancen mehr vergibt. Also man hat es ja gesehen mit Touré, stand jetzt auch vielleicht auch einfach der Rotation geschuldet in der Startaufstellung, aber er durfte jetzt auch mal wieder, genau wie Durm komplett abgeschrieben war und sich dann in die Startelf gespielt hat. Also die Chancen sind da und ich glaube, da bekommt auch schon jeder Spieler seine faire Chance irgendwann. Ja. Und wahrscheinlich spielt ja Kamada auch nächste Woche, weil ja Barkok mit 5 der Gelber fehlt. Nicht, dass Rustic reinrückt, sondern eher Kamada dann. Ist halt dann auch so ein bisschen die Aufstellungsfrage, können wir dann auch gleich noch drüber reden. Wenn du halt mit einer Doppelspitze tatsächlich von Anfang an spielst, dann reicht der eine Zehner. Ja, aber nur mal ganz kurz nochmal zur Personalie Kamada, yes. Was Patrizia angedeutet hat, zeigt sich natürlich auch in der Statistik, ne? Denn die Relevanz von Kamada hat, beziehungsweise auch seine Raffinesse hat abgenommen. Ja. Ne? Zu Beginn der Hinserie, wir erinnern uns an auch ein sehr gutes Spiel bei der Hertha wieder, Hertha scheint ihm sowieso zu liegen, aber die letzten Spiele auch in Sachen Torvorlagen weniger zufällig, eins in Leverkusen war noch dabei, ansonsten ist es eigentlich seit Dezember gar nichts mehr. Ne? Und darüber, ja, und das ist natürlich problematisch, gerade wenn du andere im Stall hast, die wild sind und gerade auch einen besseren Lauf haben. Ne? Ich finde auch, also jetzt nicht für die Startelf, aber Rustic drängt sich langsam auch so ein bisschen auf. Also ich finde den nicht so weit weg, wie ich eigentlich vermutet hätte. Nee. Also jetzt so seine letzten Kurzeinsätze, die er hatte, waren auch vollkommen in Ordnung. Also es ist niemand für die Startaufstellung momentan, aber so als Option ist das auch nicht schlecht zu haben. Das gewisse Etwas ist da, oder? Also ich habe echt das Gefühl, dass ich weiß noch nicht genau, was er so hat. Ne? Und aber das Interessante ist ja immer, wenn er reinkommt, wir haben das ja gegen Schalke auch gesehen, da ist er schon gleich und schießt auch Ecken. Ne? Also er ist dann, hat dann offenbar interessanterweise schon irgendwie ein Standing oder die wissen, dass er das kann. Also er ist auch durchaus gefährlich. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, aber ich glaube, Marvin, du hattest doch gesagt, was haben wir jetzt aus dem Spiel mitgenommen? Da würde ich nochmal anknüpfen und ich würde einfach sagen, ich möchte das Spiel ehrlich gesagt nicht überbewerten. Es war jetzt eine englische Woche. Freiburg, wie Marvin auch schon meinte, ist selbst auch stark in Form. Deshalb, ich denke mal, so ein 2-2 ist schon vollkommen in Ordnung. Was mir halt gut gefallen hat, sind vor allem So und Younes.
Also ich nehme so aus den letzten Wochen schon mit, dass unser Mittelfeld da echt, also wenn wir überlegen, wo wir angefangen haben diese Saison, was wir für Diskussionen hatten, wie unkreativ das Mittelfeld ist und was uns da nicht alles fehlt und wie soll das die Eintracht hinbekommen, wir brauchen unbedingt Verstärkung. Was da jetzt für Optionen im Mittelfeld sind, finde ich schon sehr, sehr stark. Und das hat man ja auch in der Anfangsphase gesehen. Also da ist echt schöner Fußball dabei, Kombinationsfußball, da sind Ideen. Wir haben Optionen. Der Sturm ist jetzt mit Jovic und Silva mehr als gut besetzt. Also ich freue mich ehrlich gesagt über diese Mannschaft und will das Spiel jetzt halt einfach nicht überbewerten. Ich meine, jede Mannschaft erwischt mal einen Tag, der nicht so gut ist. Das war dann halt heute. Freiburg hat es nicht schlecht gemacht, muss man auch anerkennen. Von daher würde ich mir dann nicht zu große Sorgen machen. Und klar, die Abwehrfrage finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so drängend sozusagen. Also klar, Abraham fehlt mir, hat mir auch in diesem Spiel gefehlt, ehrlich gesagt, weil weiß nicht, wenn man drüber nachdenkt, er war immer da und du siehst ihn auch immer auf dem Feld. Das fehlt jetzt so ein bisschen, ist aber, glaube ich, auch einfach dieses reine, die Sympathiefigur ist halt jetzt gegangen. Aber auch da, wir haben jetzt im Kader eigentlich keine sofort klaffenden Lücken, die sofort irgendwie geschlossen werden müssen. Und das beruhigt mich, ehrlich gesagt, sehr. Ja, also auf jeden Fall. Dem würde ich mich anschließen. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen noch, mir ein bisschen Magenschmerzen macht, ist, dass wir hier eine Position ja haben mit Hasebe oder einen Spieler mit Hasebe haben, der hier ja momentan dazu gezwungen wird, mehr Spiele zu machen, als er, glaube ich, selbst gedacht hätte, die er in der Saison noch machen soll. Mit der Dreierkette geht ihr ja sicherlich mit. Hinti macht das auch ordentlich hat es heute ordentlich in der Mitte gemacht. Deshalb macht Hasebe auf der 6 schon Sinn, ist aber die 6 wirklich eine gute Position. Er muss es ja aktuell zwangsläufig spielen. Chor werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen, ist ja nicht mehr da. Rode steht auch auf ungewisse Zeit jetzt nicht zur Verfügung. Vielleicht habt ihr da neuere Informationen, wann man da mal wieder mit ihm rechnen kann. Finde ich an der Stelle ein bisschen schwierig. Das hat mir auch heute, nur um es nochmal zu dem Spiel heute eigentlich, zu dem Freiburg-Spiel darauf Bezug zu nehmen. Hasebe war da schon teilweise, man merkt, einfach, der könnte auch mal wieder eine Pause gebrauchen, um es mal diplomatisch zu sagen. Da waren schon viele Situationen dabei und er ist ja dann auch in der, wann war das so, um die 60. Für Jovic ausgewechselt worden. War natürlich auch taktischer Natur, ich glaube, 66. war natürlich taktischer Natur, um da noch was nach vorne zu reißen. Trotzdem glaube ich, dass Hasebe auch da einen Wechsel gar nicht schlecht tun würde. Und da tue ich mir momentan so ein bisschen schwer, der Kader gibt momentan verletzungsbedingt für mich dann gar nicht so viele Möglichkeiten. Seht ihr denn da auch das Problem oder sehe ich das momentan? Ja, ist jetzt spannend, dass du es ansprichst, weil wir haben jetzt gerade, das muss man vielleicht für den einen oder anderen auch noch sagen, Chor ist jetzt ja gewechselt, ne? Ist ja genau, jetzt auf Leihbasis nach Mainz bis zum Saisonende. Genau. Auch mal ganz spannend im Endeffekt, ne? Dass wir einen Spieler nach Mainz verleihen, von dem wir denken, okay, wir brauchen den nicht, jetzt könnte er doch wieder relevant werden. Ich glaube, wir kriegen es aber so hin. Es gibt Varianten, vielleicht muss man auch mal sagen, Barkok ist ja auch ein variabler Spieler. Ich würde ansonsten da ehrlich gesagt nicht wirklich mehr viel tun. Ich finde es aber auch, was ihr eben schon angesprochen habt, spannend, dass ihr jetzt auch alle sagt, man würde bei der Vertuga nichts mehr tun und würde mit ihm, das sieht blöd an, würde auch mit ihm gehen. Also wenn das die beiden Positionen sind, dann müssen die halt alle miteinander arbeiten, müssen miteinander klarkommen. Hasebe muss vielleicht auch wieder ins Game reinkommen, aber das schafft er schon. Mit 37, da habe ich sowieso meinen Respekt, der ist jetzt gerade erst 37 geworden. Grüße an dieser Stelle. Ja. Ich glaube, wir sind eigentlich gut genug besetzt, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, weil wir Ilsan gerne noch haben, auch zum Beispiel, meinst du? Ja, genau. Ilsan darfst du auch nicht vernachlässigen. Also ich hätte höchstens in der Innenverteidigung was gemacht, muss ich sagen, und gar nicht im defensiven Mittelfeld. Ja, also Innenverteidigung sehe ich jetzt tatsächlich, also ist jetzt die Frage, müsste man vielleicht jetzt auch nochmal gucken, wie sich Tuta dann am Wochenende gegen Bielefeld schlägt. Wobei es dann natürlich halt auch langsam ernsthaft knapp wird. Ich glaube, Transferfenster ist ja hier Montag dann, 1.2. 18 Uhr rum. Also ist jetzt so ein bisschen die Frage, wäre halt jetzt auch die Frage, was kriegst du da als Innenverteidiger? Wäre wahrscheinlich auch am sinnvollsten dann vielleicht, wenn du noch was machst, irgendwie über eine Leihe zu gehen bis zum Saisonende. Aber ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich den Druck haben. Also ich sehe ihn momentan tatsächlich nicht.
Ja, ich glaube halt auch nicht. Also ich glaube, der Druck, jetzt sofort im Winter handeln zu müssen, ist nicht da. Wenn sich irgendwas wundersamerweise ergibt, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann macht. Man weiß ja nie, was Fredi da im Hintergrund so beobachtet oder einfädelt. Aber eigentlich, also klar, wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn sich jetzt jemand verletzen würde, weil dann wird es auch schon wieder fast eng. Also klar, Hasebe kann zurückrutschen und man hat auch noch Ilsanker und Touré, die können beide Innenverteidigung zur Not noch spielen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn es verletzungsbedingt halt so ist, ja. Aber ich sehe es jetzt halt ehrlich gesagt nicht, dass man da jetzt gezwungenermaßen nochmal handeln muss. Also Druck ist da auf keinen Fall da. Ist aber doch auch so ein bisschen die Frage, was willst du erreichen am Ende der Saison? Was ist eigentlich mittlerweile, wie sind die Saisonziele jetzt gesetzt? Denn du hast ja mehr oder weniger überraschend bist du ja jetzt wieder voll im Rennen oben um auch sehr attraktive Plätze. Wenn ich es mir anschaue, ich glaube, es sind zwei Punkte auf den Tabellenvierten. Es ist natürlich schon Also, verrückt, ja. was da mittlerweile eigentlich möglich ist wieder. Wir waren ja mal eine Zeit lang, war es ja wirklich, sah es ja nicht so gut aus. Jetzt muss man wieder sagen, werden hier Saisonziele neu gesetzt? Und dann ist natürlich die Frage auch, inwieweit du das Konzept einer Übergangssaison oder die alle Spieler im Endeffekt versuchst, da oben ranzuführen, was wir ja alle hier unterstützen, wo wir sagen, jawohl, unbedingt Werte schaffen und so weiter, oder ob dann doch das ein oder andere Risikokapital, um es mal so zu nennen, investiert wird, um dann auch vielleicht in der Abwehr zwar, ja, dann wäre blöd für Tuta, wenn da jetzt natürlich noch jemand kommen würde oder auch für einen Dicker, der natürlich extrem stark ist, der aber vielleicht dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Stabilität hinten rein bekommt, dann das könnte auf längere Sicht, gerade um da oben mitzuspielen, ein Problem werden. Das ist zumindest meine Meinung, dass da in der Defensive könnte es, vorne sind wir jetzt top besetzt, Defensive kann es wackeln. Patricia, du hast schon gesagt, dann, wenn noch einer ausfallen würde, toi toi toi, wir drücken all die Daumen, dass weder Covid noch irgendeine andere Verletzung da nochmal jemand zum Ausfall bringt, dann wird es aber natürlich schon teilweise problematisch. Wie seht ihr das denn? Also, Müssen die Ziele neu gesetzt werden? die Ziele müssen neu gesetzt werden, wenn wir das jetzt diesen Aufwärtstrend weiter beibehalten. Ich glaube, intern ist das genau das Thema, ne? Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass du normalerweise gedacht hast, okay, wenn wir jetzt irgendwie Zehnter oder Zwölfter wären, Hauptsache wir kommen durch die Saison. Jetzt läuft das alles gerade plötzlich ein bisschen besser. Wir dürfen nicht vergessen, dass mit Jovic jetzt jemand kommt, der automatisch die Ansprüche ein bisschen nach oben schraubt, ne? Der automatisch auch gleichzeitig vermittelt. Okay, eigentlich Zwölfter können wir jetzt nicht einfach irgendwo so werden, weil dann ist schon irgendwas falsch gelaufen, gerade weil auch sehr viele andere Mannschaften schwächeln. Ich würde beispielsweise das 1 zu 1 in Freiburg nicht als Schwächeln betiteln. Für mich ist es eine vollkommen in Ordnung und eine Leistung. Also das ist halt genau der Punkt. Deswegen kann Dennis, ich weiß ganz genau, was du meinst, dass man überlegt, bei Tuta doch noch was zu tun. Das müssen die Verantwortlichen wirklich entscheiden. Ich glaube, ich hatte ja heute Mittag ein bisschen Angst um Rode. Weil bei ihm weiß man ja nie so genau, hatte man Knorpelschaden oder so. Aber selbst da bin ich mittlerweile relativ und vorsichtig optimistisch, dass unsere medizinische Abteilung dementsprechend so klar ist, dass es auch kompliziert wird. Und außerdem hat er zuletzt ja auch insgesamt, also der ganzen letzten Zeit, ja doch relativ viele Spiele noch gemacht. Und jetzt ein paar Spiele auszusetzen, um dann wieder vollkommen mit Power reinzukommen, ist ja auch so potenziell angedachter Kapitän gewesen, dann geht es auch. Wir brauchen diese Varianz, die haben wir aktuell noch. Und es hat ja gegen Freiburg einigermaßen funktioniert. Ich weiß ja nicht, inwiefern wir dann eine Richtungsänderung vornehmen. Patricia, siehst du jetzt schon Europa definitiv kommen? Nee, definitiv nicht. Also ich bin immer noch so, ich habe vor der Saison gesagt, irgendwie ich tippe Platz 8 bis 12 und wäre auch irgendwie komplett fein damit. So, es ist halt diese Übergangssaison, es ist auch irgendwie eine Ausnahmesaison, immer noch ohne Fans. Aber ich fände es jetzt auch fahrlässig, wenn man intern nicht Europa so langsam mal in Betracht zieht, zumindest. Weil wenn man jetzt schon so nah dran ist, dann sollte man vielleicht auch versuchen, da reinzustoßen und das klarzumachen, dass es, wenn es dann nicht klappt, ich wäre jetzt nicht extrem enttäuscht, weil das halt irgendwie von Anfang an nicht unbedingt das Ziel war. Aber ich wäre enttäuscht, wenn man es nicht versucht, wenn man versteht, was ich meine. Also wenn man irgendwie sagt, ja, wir sind jetzt dran, aber ist nicht unser Ziel und klappt vielleicht auch gar nicht, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, da sind Mannschaften wie Wolfsburg, die schwächeln auch zwischenzeitlich noch mit dabei.
also die Kammer, Leverkusen hatte jetzt auch eine kleine Schwächephase zwischenzeitlich. Dortmund momentan auch überhaupt nicht auf der Höhe. Also da sind einige Mannschaften da oben, die, ja, die auch selbst nicht sehr, sehr konstant spielen. Und da kann man natürlich vielleicht einen Überraschungsplatz klar machen, den man vielleicht vor der Saison nicht erwartet hätte. Braucht es dafür aber deiner Meinung nach Neuverpflichtungen, noch zusätzliche Verpflichtungen? Oder meinst du, wir können das tatsächlich mit dieser Mannschaft, die jetzt aktuell im Kader steht, schaffen, wenn wir jetzt keine Abgänge mehr haben, toi, 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 dass jetzt nicht noch irgendjemand uns verlässt, überraschenderweise. Auf der anderen Seite, oder denkst du, dass wir da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachlegen müssten, ein bisschen mehr Risiko gehen müssten? Oder denkst du, wir versuchen es einfach mit dem Kader und versuchen natürlich uns hier jede Woche neu einfach mit den Spielern bestmöglich aufzustellen und mal sehen, was es am Ende gibt. Wie ist denn da deine Einschätzung? Meinst du, wir müssen da nochmal nachlegen? Also ich finde nicht zwingend, vorausgesetzt, es passieren jetzt keine größeren Verletzungen oder so. Also klar, ein, zwei Spiele kann man immer mal kompensieren. Wenn jetzt jemand langfristig ausfällt, wäre das schon bitter und da würde ich mir dann auch Gedanken machen. Hm. Aber ich weiß nicht, also bisher läuft es ja mit dem Kader, den wir so haben. Okay, bisher hatten wir auch Abraham noch. Aber ich Ich glaube, das geht ganz gut. Man kann auch einigermaßen noch rotieren, vor allem im Angriff, aber auch im Mittelfeld. In der Abwehr, wie gesagt, wird es ein bisschen enger. Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe das nicht zwingend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit ein bisschen Glück, klar, da muss alles passen. Es darf sich keiner verletzen. Du brauchst ein bisschen Spielglück, das brauchst du immer. Du musst auch ein bisschen darauf hoffen, dass Gegner, die vielleicht stärker aufgestellt sind insgesamt, da auch ein paar Federn lassen, aber ansonsten, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch sowas gehen kann. Ja, gerne, also. Sehe ich ähnlich und ich glaube auch schon, dass das Ziel ein europäischer Platz sein sollte, alleine um dem Anspruch von den verschiedenen Spielern, die wir im Kader haben, gerecht zu werden, aber auch, weil wir es, glaube ich, weil es uns finanziell ganz gut tun würde in dieser Saison, wo du eine Menge auf Einnahmen verzichtest und dann A, durch die Platzierung nochmal in dieser Fernsehgeldtabelle vielleicht die ein oder andere Stufe zu nehmen, aber auch dann im nächsten Jahr vielleicht zumindest irgendwie so ein bisschen Preisgeld für eine Spielrunde noch mitzunehmen, schadet auch nicht. Und es ist ja realistisch irgendwie drin, also wenn wir jetzt mal gucken, wir hätten heute die vollen Punkte geholt, dann wären wir jetzt auf Platz 6. Hast du, wenn wir die vollen Punkte geholt hätten, wären wir wahrscheinlich ja auf Platz 6. Leute, das ist doch geil. Überlegt euch mal, wenn wir jetzt diese komische Saison irgendwie zu Ende spielen und es am Ende doch so weit ist, dass wir doch noch nach Europa kommen. Ne? Ja, ich weiß, alles sehr optimistisch. Ich habe jetzt letztens wieder gelesen, ja, Eintracht-Fans, vor 4 Wochen alles schlimm, heute jetzt schon wieder alles geil. Ja, gut, ja, aber man muss auch beim Fußball auch mal ein bisschen die Realität, die Rationalität vielleicht auch mal ausblenden. So oft sind wir total rational, wenn es um andere Belange dieser Gesellschaft geht. Insofern ist es auch mal in Ordnung. Aber wenn es die Möglichkeit gibt und vielleicht auch die Eintracht das genauso sieht, dann kann es sein, in einer optimalen Welt, in der wir vielleicht im Sommer wieder eine andere Welt haben, ja, in der wir eine Welt haben, in der vielleicht Covid nicht mehr so eine große Rolle spielt, ja, dann wieder die Rückkehr zu feiern mit Fans im Stadion und vielleicht noch nicht bei vollen Fans vielleicht schon, aber wir sind halt nicht 50.000 oder so, sondern vielleicht nur 30, aber das wäre auch schon mal geil, die dann irgendwie gute Spiele sehen, ja. Was weiß ich, ob es jetzt die Conference League ist gegen irgendeinen lettischen Verein, ja, oder ob es vielleicht auch wirklich der UEFA Cup ist, wir wissen es nicht, aber die Möglichkeit ist ja theoretisch da und ich kann mir vorstellen, dass es eine Initialzündung auch ist, und dass der ein oder andere Spieler wirklich diesen Anspruch hat, oder dass eigentlich alle Spieler diesen Anspruch haben, sollte unbestritten sein. Ja, also das glaube ich schon. Und wie Patrizia gesagt hat, allein dadurch, dass ja jetzt auch Jovic da noch da ist, der zwar ja jetzt nicht fest verpflichtet, sondern nur geliehen ist, aber der hat natürlich auch einen gewissen Anreiz daran, am Ende nicht irgendwie in seiner Vita stehen zu haben, haben eine okaye Übergangssaison gespielt, sondern will halt dann auch irgendwie stehen haben, okay, hab mit dem Verein, wo ich war, einen internationalen Tabellenplatz erreicht. Also ist halt dann auch nochmal eine andere Aussage. Ne? Also von daher glaube ich schon, dass da ein gewisser Anspruch vorhanden ist und auch vorhanden sein sollte. Ja, ich fand das auch ehrlich gesagt, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen aufs Schalke-Spiel, glaube ich, weil ich fand die Aussage von Hinteregger, das war doch nach dem Schalke-Spiel, auch
oder war es nach Mainz? Ich weiß dann es gar nicht mehr. Als er meinte, wir müssen, also wir sind Eintracht Frankfurt und wir haben von Spieltag 1 Europa im Kopf gehabt, finde ich dann ehrlich gesagt auch vollkommen in Ordnung. Und ich will irgendwie auch so Aussagen hören. Ich will wissen, dass die Spieler Ziele haben, dass die Spieler sich reinschmeißen und ja, dass da irgendwie höher gesteckte Ziele sind. Wenn die nicht erreicht werden, mein Gott, dann halt nicht. Aber dass es zumindest versucht wird und dass da der Wille da ist. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch wichtig, einfach um durch diese Liga jetzt durchzugehen, die ehrlich gesagt nicht besonders viele Anreize bietet momentan in leeren Stadien. Genauso ist es. Da sagst du was sehr Gutes, Patricia. Gerade in diesem Aufwärtstrend ist ja oft so die heutige Taktik, das müssen wir ja hier nicht überhitzen, bloß keine Aussagen machen, dass hier von Spiel zu Spiel immer nur schauen und so weiter. Also bla bla bla, was keinen interessiert. Ich finde es auch viel schöner, wenn die sich auch so ein bisschen treiben lassen. Und Hinti ist natürlich da genau der Richtige, der natürlich dann auch, wenn es dann ein bisschen läuft, dann musst du auch sagen, okay, dann nehme ich diesen ganzen Schwung mit. Und du siehst es ja heute. Und René, du hast vorhin, glaube ich, angesprochen, dass Spieler, das will ich sehen, dass Spieler unzufrieden sind, wenn es nicht läuft, wie Kostic, der dann im Endeffekt einfach genervt ist von der Situation. Natürlich, der muss auch trotzdem mehr Vollgas geben und er muss auch Dings, aber trotzdem finde ich es gut, dass der Anspruch da ist, viel mehr zu erreichen und viel mehr zu wollen. Und deshalb sind auch der ein oder andere Spieler, der sicherlich noch mehr Potenzial hat. Auch ein Kostic spielt noch nicht die Saison, die ich mir von ihm erwarte oder von ihm wünsche. Genauso haben wir vorhin gesagt, ein Kamada, da muss einfach jetzt hoffentlich irgendwann mal der Knoten platzen. Und wenn es dann so ist, dass er nächste Woche zwangsläufig in der Startelf aufgestellt wird, weil Barkok nicht spielen darf, dann wünsche ich mir einfach, dass da eine Reaktion kommt und nicht wieder dieses Gedümpel Kopf gesenkt und hat jetzt nicht geklappt, naja, sondern eine Reaktion. Und ich glaube, genau das ist vielleicht dann der Anreiz auch, wir wollen nach Europa, wir wollen was erreichen. Es ist ja auch ein jetzt erreichbares Ziel. Wir sind ja nicht 17. oder 15. und sagen jetzt, nee. Ja, unser Ziel ist es, Europa zu erreichen, sondern wir sind 2 Punkte hinter den verdammten Plätzen. Da darf man ja wohl auch mal davon sprechen, dass wir es haben wollen. Ja. Ist auch okay. Und auch in Kamada, den du eben angesprochen hast, der hat ja selbst ganz andere Ansprüche. Erinnern wir uns an die Vertragsverhältnisse beziehungsweise an die Vertragsgespräche, ja, wo es dann auch darum ging, naja, dass er auch andere Ziele hat. Vollkommen okay, finde ich gut. Aber die muss er dann halt auch irgendwie selbst auf den Platz bringen. Ja, ne? Soll sich reinhängen für, sonst funktioniert das nicht. Genau, und das ist halt genau der Punkt. Die Eintracht ist mit 27 Punkten jetzt echt gut dabei nach 17 Spielen. Ja. Also wirklich, jetzt ist die Hinrunde wirklich mal gelaufen, sag ich mal. Ja, jetzt beginnt es von neuem. Ja, also ich bin eigentlich grundsätzlich optimistisch, und wenn Kamada auch nochmal ein paar Scheppen drauflegt, dann wird es noch besser. Und mal gucken, wie das dann weitergeht. Ja. Jetzt hatte Patricia ja schon kurz angeteasert, Schalke, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, was ja ein höchst sehenswertes, aber auch ein höchst emotionales Spiel war. Wir hatten das Thema mit dieser Kranzniederlegung vor dem Spiel, da sagen wir gleich noch was zu. Wir hatten das letzte Spiel von Abraham, wir hatten die ersten Minuten von Jovic, der ja dann da wieder auf dem Feld war. Meine Frage an euch, wie lange habt ihr nach dem Abpfiff geheult? Patricia? Ja, also ich musste mich, ich habe es auch getwittert, ich musste mich ein bisschen sammeln danach, erstmal wieder emotional. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr viel und ich wusste nicht, wohin mit allem, weil das war schon sehr, sehr kitschig insgesamt dann alles. Also wer hätte das, man hätte sich noch so, ja, ach komm, Jovic kommt zurück und dann schießt er noch ein Tor, aber dann kommt er wirklich zurück und dann schießt er auch wirklich nicht nur ein Tor, sondern 2 Tore und irgendwie ist auch Kostic Jovic die Connection wieder da und irgendwie waren das auch so Throwbacks zurück in Zeiten, an die man sich gerne erinnert, und das hat schon sehr, sehr gut getan. Dann zudem noch die ganzen, ja, die letzten Minuten von Abraham auf dem Feld und dann auch am Ende dieser Kreis, den die Mannschaft gebildet hat, wo er dann noch seine Abschiedsrede sozusagen gehalten hat, das war schon sehr emotional alles. Das ist schon krass gewesen, ne? Also ich meine, es war eigentlich jetzt nur von dem, was auf dem Platz passiert ist und auch selbst ein bisschen daneben, das war schon eigentlich eine filmreife Inszenierung. Das war schon ein ziemlich kitschiger Hollywood-Film, muss man sagen, ja. Der den Rücktritt des einen Helden irgendwie abbildet und gleichzeitig die Rückkehr des anderen, ja. Also so fast die Stabübergabe, das war schon ziemlich geil. Natürlich
irgendwie auch ein bisschen lachendes Auge, lachendes und weinendes Auge auch, weil natürlich mit Fans, ich glaube, jeder von uns hätte das ganz gerne erlebt, weil es wäre wahrscheinlich eine der einprägsamsten Erlebnisse der letzten Jahre gewesen. Ja. Aber ich glaub, da auch hätte, so da hätte ich hat die Eintracht alles gemacht. Sorry, ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich muss auch sagen, so finde ich, muss man auch mal die Eintracht loben, die hat das Social Media mäßig echt gut gemacht. Oh, ja. Ich fand es beispielsweise auch cool, dass Fans Fans auch Fragen hinschicken konnten an Abraham, der hat sich dann Zeit dafür genommen. Ne? Das gibt es ja dann bei YouTube dort auch zu sehen. Also ich finde, das ist im Endeffekt eine sehr runde und würdige Verabschiedung gewesen. Da waren Profis am Werk, muss man tatsächlich sagen. Ja, aber auch so diese ganzen Grußbotschaften, die sie dann da irgendwie hatten und wo man halt eben auch von verschiedenen Leuten dann da nochmal irgendwas gehört hat und die dann da irgendwie so eine Botschaft hinterlassen haben. Das zeigt halt auch immer wieder, und das macht es vielleicht auch so doppelt schwierig für uns, was für, also nicht nur was für ein Spieler, sondern auch was für ein Charakter David Abraham einfach halt auch war, dass er halt auch von außen so viel warme Worte zum Abschied bekommen hat. Das ist halt dann auch, glaube ich, nicht bei jedem Spieler so, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, man hat halt wirklich gemerkt, was da für Charakter gegangen ist. Andererseits finde ich auch, wie Marvin schon meinte, das Social-Media-Game war schon sehr stark und hat auch ehrlich gesagt nochmal deutlich gemacht, wofür Abraham eigentlich geht. Also auch die ganzen Szenen mit seinem Sohn und so, man gönnt es ihm dann irgendwie auch. Und das macht es dann, es macht es einerseits schwer, ihn gehen zu lassen, aber andererseits erleichtert es mir es auch ein bisschen, weil ich weiß, er hat das verdient auch nach all den Jahren. Und wer soll es ihm verübeln, wenn er einfach mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen möchte? Also das hat es dann irgendwie ein bisschen, ja. Definitiv. Ja, ist menschlich, gerade in aktuellen Zeiten, wo du halt durch Covid halt sowieso einfach auch Reiseproblematiken hast, die auch für ihn dann bestanden. Insofern, das macht es ja trauriger, aber sehr, sehr verständlich. Ganz ehrlich, ich hätte irgendwie voll Bock. Der kickt ja dann immer noch so in seiner, keine Ahnung, kleinen Liga da in der Ecke dann. Ja, Auswärtsfahrt? Ja, erstens Auswärtsfahrt, wenn es wieder möglich ist. Richtig geil. Dann würde ich mal vielleicht sogar mal wieder überlegen, ein Steak zu essen. So. Überleg dir doch mal, was das, also jetzt nur mal so rein, ja. Um mal diesen Kitsch da weiterzuführen. Überleg dir, was das für eine geile Nummer wäre, irgendwie in so einer argentinischen fünften Liga, in so einem, weiß ich nicht, Weltblechstadion. Und da stehen auf einmal 20.000 Eintracht-Fans auf dieser Tribüne von dem Verein und feuern den an. Also das wäre doch sowas von mega geil. Allein wenn ich mir das vorstelle, kriege ich Gänsehaut bis zum Ja, ist so geil. Da sehe ich mich eine ganz ehrlich schon ein bisschen. Ja, ich mich auch. Auf jeden Fall. So, liebe Leute, also wenn Reisen wieder möglich ist, vielleicht auch erst in 2022. Flüge Argentinien. Ich guck schon. Dann checken wir das mal. Auf jeden Fall. Das ist eine richtig geile Idee. Und das wollte ich auch noch sagen, vielleicht wird der ja dann irgendwie im Mittelfeld spielen, ja, weil für die Liga ist der kann da locker Spielmacher machen, mit dem, also mit der Schnelligkeit, die er hat, auch Ballbehandlung, der wird da 30 Tore machen. Der macht das von alleine, die anderen stehen einfach nur als Statisten, der nimmt den Ball hinten am Geil. Eigenen Strafraum und düst nach vorne und macht da 3 Tore, also. Also ich habe so das Gefühl, wir werden sowieso nochmal über Abraham sprechen, vielleicht mal in einer eigenen Folge auch nochmal. Das hat er sich verdient, so lange mit so vielen Erfolgen auch bei der Eintracht dann gewesen. Du hast eben angesprochen, Patricia hat es angesprochen, ich wollte mal ganz kurz darauf zurück, weil es ist heute eine kleine gerafftere Form unseres Podcasts und als wie gute Tat der Woche. Vielleicht haben es einige mitbekommen, im Umkreis der Eintracht, im Eintracht-Fankreis ist jemand gestorben, ziemlich plötzlich, Vater von 3 Kindern. Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich so alt wie ich, also um die 30, Ende 30, eigentlich topfit gewesen. Also ich wäre froh, wenn ich so fit gewesen wäre, wie das halt manchmal so ist. Es ist total plötzlich, man hat in respektable, tolle Szenen gesehen von der Eintracht selbst. Hütte auf der PK auch was gesagt. Ne? Wir haben dann die Kranzniederlegung im Stadion gesehen. Also wie viel Respekt und wie auch die Eintracht auch als Verein darauf Wert legt. Und es gibt eine Spendensammlung für die Familie aktuell. Die werden wir bei uns in die Seite hängen. Da könnt ihr mal gucken, ob wenn ihr den Christian, also Rundschau hieß er, als Nickname, wenn ihr ihn kennt, dann wird ihn und ich glaube alle auch das sehr, sehr freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Das ist schon eine super Sache. Die sind jetzt bei fast 57.800, also schon eine richtig geile Summe. So Ziel sind so 60.000 und ich glaube, dann kann man echt schon was bewältigen.
Überlegt mal, wenn ihr ein paar Euro frei habt, das ist bestimmt eine super, super Sache. Und ich glaube, der könnte dieser Familie mit 3 Kindern, muss man jetzt auch gerade in Zeiten von Corona erstmal sehen, wie man klarkommt. Ich glaube, das wäre eine super Sache. Überlegt einfach mal, wir haben den Link auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, ist eine sehr wichtige Aktion, ist eben ja jetzt auch ein, wie Marvin schon gesagt hat, sehr aktiver Fan auch gewesen, der auch von sich aus immer wieder Spendenaktionen für andere Dinge organisiert hat. Also ich glaube, das ist auch dann auch noch fair, da einen gewissen Teil einfach zurückzugeben. Von daher packen wir den Link da mal mit rein. Ja. So viel zu diesem emotionalen Schalke-Spiel. Dann lasst uns doch, Marvin hat es gerade eben gesagt, das ist eine etwas anders und geraffte Sendung, noch einen kurzen Blick nach vorne auf Bielefeld werfen, was ja der nächste Gegner am kommenden Spieltag, der ja jetzt auch schon Samstag, am ne? Samstag dann ist. Genau, wir dürfen Samstag ran, 15.30 Uhr in Bielefeld. Eigentlich auch ein geiles Stadion für eine Auswärtsfahrt mal wieder, aber ja, lasst uns da nicht so lange drüber reden. Bielefeld, die ja auch heute gespielt haben und mit einem passablen 3-0 Stuttgart besiegt haben, was jetzt, glaube ich, auch nicht so das Ergebnis war, was jetzt da von Anfang an zu sehen war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, auch wenn Bielefeld jetzt nicht vielleicht die allerschlechteste Mannschaft in meinen Augen ist, aber ich hätte Stuttgart da schon so ein bisschen als den Favoriten gesehen. Von daher hat mich gerade auch die Höhe des Ergebnisses doch ein bisschen irritiert. Und ist dann unser nächster Gegner und wir dürfen dann tatsächlich da auflaufen ohne Barkok, der die 5. gelbe Karte bekommen hat und damit ein Spiel pausieren darf. Also auch da so ein bisschen aufstellungstechnisch. Vor wem oder vor was habt ihr denn in diesem Spiel gegen Bielefeld am meisten Angst, Marvin? Ja, ich habe am meisten Angst, dass die jetzt diesen Aufwind, also ich finde, 3-0 gegen Stuttgart, für mich Stuttgart immer noch ein echt guter Aufsteiger, ein tolles Team. Natürlich gelingt nicht alles, aber das ist trotzdem für Stuttgarter Verhältnisse ist im Team total ruhig. Da hast du nur außenrum, hast du halt komplett viel Tohuwabohu, aber da sind so viele gute Spieler dabei. Ich hatte schon gedacht, dass das gut laufen kann, aber dass sich es jetzt auch so konsolidiert, finde ich krass. Und dann, also ganz ehrlich, ich bin wirklich auch Fan vom Wambagi Tuka zum Beispiel. Das ist ein super geiler Typ, geiler aber Spieler, wir reden ja über Bielefeld. Und Bielefeld ist tatsächlich eine Mannschaft, bei der ich nicht gedacht hätte, dass sie gegen Stuttgart gewinnen. Und das wird jetzt für mich ein bisschen gefährlich, weil eigentlich habe ich gedacht, naja, komm, beim Hinspiel haben wir denen nochmal einen Punkt geschenkt, aber jetzt entführen wir aus der Alm die 3 Punkte. Aber das ist ein erneut schweres Spiel. Trotzdem glaube ich, dass unsere Eintracht auf jeden Fall da bestehen kann. Ja, auch Barkok muss jetzt mal rotieren durch seine gelbe Karte, seine 5. Aber ich denke, das kriegen wir doch einigermaßen hin. Da müsst ihr jetzt gleich Lösungen finden, weil ich leider weg muss. Ich muss nämlich immer noch ein bisschen arbeiten. Ja, es ist 23.30 Uhr. Aber ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch, denn die Eintracht, wenn ihr den Lauf stabilisieren kann, den der letzten Woche, dann wird es schon gehen. Aber vielleicht sogar schön offensiv und mit Jovic von Beginn an. Ich hätte kein Problem damit. Diskutiert doch gerne mal darüber. Machen wir. Dann danke, dass du dabei warst. Und Marvin, dein Tipp mal den Feierabend. Ja, genau, dein Tipp, den kannst du noch raushauen. Ja, gut, okay, dann, wenn Bielefeld schon so viele Tore schießt, ja, dann müssen sie die Tore gerade wieder eingeschenkt bekommen. Deswegen 3-0 für die Frankfurter Eintracht. Wir dürfen auch nicht vernachlässigen, was echt eine geile Sache ist. Die Eintracht hat in den letzten 6 Spielen mindestens 2 Tore geschossen. Das ist schon mal eine gute Quote. Ja. Das zeigt schon mal, dass die Eintracht auch relativ torhungrig gerade ist. Und warum nicht mehr gegen Bielefeld 3? Also, mein Tipp, 3-0 für die Eintracht. Sehr gut. So nehmen wir das mal auf. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Marvin, hau rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, wie überraschend war denn für euch das 3-0 und vor was habt ihr denn am meisten Angst da am kommenden Samstag? Oder habt ihr überhaupt Angst oder auch nicht? Patricia? Ja, also in der Höhe des 3-0 fand ich schon irgendwie ein bisschen überraschend. Ich glaube, also laut meiner Arminia-Timeline bei Twitter haben die es, glaube ich, selbst auch nicht so erwartet. Deine eigene Arminia-Timeline? Ja, ich habe da schon so 2, 3, 4 Personen, glaube ich. Also und die twittern also auch aktiv. Quasi also die halbe Fanszene von Bielefeld. Ja, naja. aber ja, ich glaube, die haben es selbst in der Höhe nicht erwartet zumindest. Und ja, wobei Stuttgart ja auch momentan so ein bisschen am Schwächeln ist, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht mehr so wie am Anfang der Saison, wo die ja schon echt krass durchgestartet sind. Ja, man muss halt auch bedenken, Stuttgart hat halt auch einen extrem jungen Kader. Also dass dann halt auch irgendwann vielleicht so ein bisschen diese Down-Phase kommt, ist zu erwarten. Trotzdem hätte ich die Höhe dieses Ergebnisses nicht gesehen. Ja, geht mir ähnlich. Und ja, aber
ehrlich gesagt habe ich Bielefeld jetzt spielerisch so nicht so, ja, so gut verfolgt, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, wovor genau ich Angst habe. Aber wir haben es ja im Hinspiel gesehen. Also es ist, du kannst spielerisch überlegen sein, du kannst auch die bessere Mannschaft haben. Letztendlich kannst du da aber auch Punkte liegen lassen. Also ja, das ist, glaube ich, einfach das, was mir Angst macht. Dieses, du weißt, die Eintracht ist besser, du weißt, die Eintracht hat auch spielerisch mehr auf dem Kasten und sie schafft es trotzdem nicht. Und ich glaube, einfach dieses Gefühl macht mir Angst, zu wissen, dass das möglich ist. Gehe ich voll mit, Patricia. Ich muss sagen, was mich ein bisschen geschockt hat, ist, als ich mir so angeschaut habe, wie ist denn so der Verlauf der letzten 5 Spiele gewesen? Und da hat tatsächlich Bielefeld nur ein Spiel verloren, 1-0 gegen Gladbach. Und ansonsten 3-mal gewonnen, darunter gut gegen Schalke, dann gegen die Hertha und jetzt 3-0 gegen Stuttgart und ein Unentschieden gegen Hoffenheim. Also man muss wirklich sagen, das ist schon, darf man nicht zu leicht nehmen. Und prinzipiell hätte ich vor ein paar Spieltagen hätte ich noch gesagt, ach, das Bielefeld wäre doch jetzt eigentlich so ein Gegner, den könntest du gut gebrauchen. Da kannst du auch meistens, ja, wenn du souverän auftrittst, so muss es jetzt auch sein. Ich will die Eintracht jetzt nicht kleiner reden und auch die Leistung heute nicht kleiner reden, aber du musst hier höllisch aufpassen, weil es ist nicht so einfach, gegen Bielefeld Tore zu machen. Das siehst du an den Ergebnissen und offensichtlich, gut, heute war ein Eigentor noch dabei und so weiter, aber 3-0 hat mich dann schon von der Höhe des Ergebnisses auf jeden Fall geschockt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich kam auch noch nicht dazu, irgendwie eine Zusammenfassung oder sowas zu gucken, aber vom Ergebnis her natürlich schon erstmal Alarm, Alarm. Hier musst du wirklich aufpassen, wenn du halt auch heute siehst, dass einige Aktionen in der Abwehr mir noch nicht so gefallen haben in der Defensive. Trotzdem, was Marvin und was ihr ja auch schon gesagt habt, wir müssen einfach an unsere Offensive glauben, wir müssen einfach vorne unsere Chancen machen und ja, glaube ich, können wir gegen Bielefeld das auch gut das wegarbeiten. Das Spannende wird halt erstmal diese Chancen zu bekommen, weil das, was Freiburg jetzt gemacht hat, ist dieses aggressive Anlaufen. Ich weiß nicht, das wird Bielefeld zum gewissen Maß auch tun, aber worauf die halt schon meiner Meinung nach aus sind, zumindest was ich so in Erinnerung habe von unserem ersten Spiel gegen sie und auch aus den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, die sind halt auch zum gewissen Maß schon mit der Taktik unterwegs, so ein Spiel halt einfach auch kaputt zu machen. Also sie werden halt auch viel die Räume dicht machen und dann sind wir halt auf eine gewisse Kreativität angewiesen, um uns da irgendwie Chancen herauszuarbeiten, sonst wird das wieder so ein ekliges Hoch- und Weitspiel und dann wird es halt richtig eklig. Auf den Scheiß dürfen wir uns nicht einlassen, auf jeden Fall. Genau. Die sind nicht umsonst nur Tabellenplatz 15 und mit 17 Punkten, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das ist jetzt keine Übermannschaft. Trotzdem muss man einfach schauen, dass wir es konsequent, und da sagst du was Schönes, du darfst dich im Endeffekt die Lücken, die insbesondere auch bei diesem Pressing und so weiter entstehen, und Bielefeld ist keine so Top-Mannschaft, dass da alles einheitlich nach vorne rückt, sondern sind genug Spielräume da, du musst sie nur schlau ausnutzen. Und ich glaube schon, dass unsere Offensive kann das auf jeden Fall ausnutzen. Gerade wenn wir sehen, wir sind ja super stark besetzt da vorne eigentlich. Ne? Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass du gerade im Spielaufbau dann so dumme Fehler wieder machst, dass du einen Ball verlierst, selbst ins Dudeln kommst, dann nutzt auch Bielefeld das mittlerweile aus. Hat man ja heute anscheinend dann auch gesehen. Sie können Tore schießen. Das ist einfach gefährlich. Auf der anderen Seite, wenn wir im Endeffekt die Souveränität, die wir eigentlich ja in der Offensive haben, auch dann mal durchschlagskraftmäßig durchsetzen. Ja, 3-0 finde ich ein bisschen übertrieben, aber schauen wir mal, was so kommt. Ja, es stimmt schon. Einfach, ich würde mir halt wünschen, dass die Eintracht konzentriert spielt. Ich glaube, das reicht sogar schon fast, weil die Qualität ist ja da, das ist ja unbestritten. Das würde jetzt wahrscheinlich auch jeder Bielefelder bezeugen. Also, was die auch für ein Budget hatten, das ist nicht vergleichbar. Dafür machen sie es gut, aber es ist halt trotzdem auch ein typischer Aufsteiger, so ein bisschen. Ja, es muss halt einfach konzentriert durchgespielt werden, dann wird das auch hoffentlich schon klappen. Man muss halt jetzt auch einfach mit dem Anspruch hingehen, da 3 Punkte zu holen. Ich meine, gegen Mainz und Schalke hat es auch geklappt, die auch beide da unten stehen. Also warum sollte es jetzt nicht klappen? Klar, die Eintracht ist diese Mannschaft, bei der das eben nicht klappt. Aber zuletzt hat sie auch gezeigt, sie kann anders. Sie kann in Mainz gewinnen plötzlich. Genau. Sie kann auch Schalke schlagen, obwohl Schalke
Ja, okay, wobei Schalke hat halt einmal gewonnen Schalke nach ist langer, halt langer Zeit. Ja, Schalke ist halt Schalke. Eben, also deswegen, ich hoffe einfach auf ein gutes Ergebnis und ich vertraue da auch so ein bisschen in die Offensive, weil, weiß nicht, Marvin hat es ja zur Diskussion angestoßen, würdet ihr Silva und Jovic beide aufstellen? Mich reizt es ein bisschen, ehrlich gesagt. Hervorragende Überleitung, dann lass uns doch mal über Aufstellung diskutieren. Ich habe schon ein Spielsystem vor Augen, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr sagt. Ich habe jetzt schon mal hier reingepackt, Trapp und die Abwehr mit Indika, Hinteregger und Tuta, weil ich glaube, das ist halt einfach, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das ist halt das, wie es jetzt sein würde. Oder? Ja. Ja, ich höre eine gewisse Skepsis. Was würdet ihr nicht ändern? Oder was würdet ihr ändern? Die Frage ist ja so ein bisschen vom System her, normalerweise könntest du auch mal wieder einen Hasebe nach hinten ziehen und entsprechend Hinti nach links, was ihm schon noch ein bisschen besser gefällt, aber prinzipiell zu ändern würde ich da jetzt gar nichts. Ja, das ist eigentlich Quatsch, deshalb, also hast du eigentlich recht, die Dreierkette und wir werden zu 99% mit einer Dreierkette wieder spielen, statt auf Viererkette umzubauen, deshalb gehe ich da eigentlich mit. Patricia, du bist noch ein bisschen skeptisch? Nee, ich bin nicht skeptisch. Ich würde das so lassen. Gut, dann Kostic auf links ist, glaube ich, auch very obvious. Wen seht ihr auf rechts? Ich glaube nicht Touré, das muss ich sagen. Der hat mir heute dafür nicht gut genug gefallen. Ich glaube irgendwie auch nicht Touré und ich glaube aber auch nicht Chandler. Ich meine, der hatte jetzt seinen Kurzeinsatz, aber wie gesagt, fast alle Einwechslungen haben heute jetzt nicht den krassesten Effekt gebracht. Nee. Aber auch Chandler jetzt halt nicht. Ich glaube irgendwie, Durm hat einfach eine Pause bekommen und wird dann wieder spielen am Wochenende. Ja. Ja, kann ich mit leben. Also Durm auf rechts. Es ist ja witzig, dass da Costa überhaupt nicht bei uns im System vorkommt, aber es ist halt, keine Ahnung, es könnte natürlich super überraschend mal wieder jetzt eingesetzt werden. Ich weiß gar nicht, was ist denn aus den Wechselgerüchten eigentlich da geworden? Nur ganz kurz nochmal als... nichts mehr gehört. Nichts mehr gehört, okay. Also wie gesagt, ich glaube auch, Durm hat die besten Chancen, dass er da spielt und auch die letzten Spiele haben eigentlich ja... Er war zwar jetzt nicht überragend und Dings war alles solide, dementsprechend ja, mit Pause und dann jetzt wieder ran. Okay. So, dann jetzt die spannende Frage in der Mitte. Zwischen Kostic und Durm, so auf dieser So auf jeden Achter, Fall. Also, Sechser, Achter Position. So, ja, sehe ich auch. Und wer spielt neben So? Jetzt kommt gerne Rode, wenn er wieder fit ist. Du sagst Rode? Patricia? Ja, wenn er fit ist, aber ich glaube es nicht, dass er fit wird. Ja, ich weiß auch nicht, ob er fit wird. Ich glaube, bei mir ist es auch, also ich würde, glaube ich, Hasebe die Pause mal gönnen, wenn Rode fit wäre. Ja. Wenn nicht, sehe ich eigentlich Hasebe auch wieder da. Ja, ich sehe da jemand ganz anders, nämlich Rustic. Okay. Auf der 6 beziehungsweise dann auf der 8 wäre das für dich. Auf der 8er Position auch offensiver ausgerichtet. Ich gehe tatsächlich in meiner Variante auf volle Offensive und orientiere mich so ein bisschen an dieser Endaufstellung oder dieser Endmannschaft, wie wir sie gegen Schalke auf dem Feld hatten. Das wäre tatsächlich das, was ich gerne gegen Bielefeld sehen würde. Also... Ja, man muss nur bedenken, dann werden die Lücken natürlich hinten ganz schön groß. Also dann darf wirklich kein Ball im Spielaufbau groß verloren gehen oder die Pässe müssen wirklich so genau kommen. Da habe ich ein bisschen Angst tatsächlich davor, dass wenn du spielst ja dann eigentlich mit zwei Achtern statt mit einer 6 und einer 8. Das ist schon krass offensiv und die Räume werden natürlich da, wenn die Ketten natürlich schon ordentliche Abstände haben, wenn das so wäre. Und das ist tatsächlich, wenn du dir dann anschaust, wie häufig so Bälle manchmal im Spielaufbau sinnlos vertändelt werden. Und dann kannst du auch Bielefeld damit unnötig stark machen. Also ich tue mir damit ein bisschen schwer. Okay. Aber prinzipiell ist es ja was, kannst du natürlich auch schön einwechseln. Und ich muss sagen, Rustic hat mir ja, glaube ich, vorhin, Patrizia hat es, glaube ich, auch gesagt, für mich ist es zwar ein Spieler, der sehr nah an der Mannschaft dran ist, aber niemand für die Startelf.
Ja, ich gehe da, glaube ich, mit Dennis mit. Also ich hätte auch ein bisschen Angst, zumal man auch noch bedenken muss, dass unsere Innenverteidiger auch den Drang haben, öfter mal vorzugehen. Ja. Und das ist dann schon arg offensiv. Also Ndika geht da, also ich habe jetzt des Öfteren Leute von ihm gesehen, der ist fast im gegnerischen Strafraum, bis da durchgerannt, was auch okay ist, was er auch tun soll. Das hat Hinti ja auf der linken Seite auch immer gemacht. Der bleibt jetzt eher ein bisschen hinten, weil er halt diese Mittelposition da ausnutzt. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte da auch ein bisschen Angst, glaube ich. Ich würde da eher mit einem richtigen Sechser gehen. Also dann neben wahrscheinlich so. Hasebe neben So. Ja, auch viel lieber Hasebe als Ilsanke, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja, also ein bisschen spielerische Klasse hätte ich dann schon gern noch. Also. Ja. Sehr schön. Wer spielt bei euch auf der 10? Ja, Younes auf jeden Fall. Ja, genau. Zweiter Zehner oder ein Zehner? Also Doppelspitze wäre halt schon auch mal pervers, ne? Also mit den zwei Granaten da vorne drin, ich glaube, gegen Bielefeld kann das tatsächlich. Du musst jetzt schauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Platz bekommst du? Und gegen Bielefeld hast du wahrscheinlich nicht viel Platz. Macht es dann Sinn, die zwei Stürmer da vorne mitten reinzustellen? Oder müssen die sich die Bälle dann doch teilweise selbst holen? Also für mich bietet sich das ein bisschen an gerade, weil halt Barkok gesperrt ist. Mhm. Und man hat auch gesehen, also Jovic hatte sich heute auch ein bisschen fallen lassen zum Teil. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn sich Jovic zwischenzeitlich immer mal so als hängende Spitze bewegt so ein bisschen und Silva halt komplett vorne drin ist, dass das auch geht. Also falls Younes das jetzt nicht schafft, irgendwie die beiden zu bedienen und da irgendwie durchs Mittelfeld kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Taktik unbedingt sein muss, dass Younes die beiden bedient, was ich bei mir in meinem Kopf halt auch so ein bisschen jetzt dahin bewegt hat, ist, du hast da so zwei Stürmer da vorne drin, die eine gewisse Torgefahr, denen man eine gewisse Torgefahr zuschreibt und die halt auch eine gewisse spielerische Fähigkeit haben. Das heißt, wenn die natürlich da vorne rum sind, dann binden die eine gewisse Menge an verteidigendem Personal auf Bielefelder Seite und machen dann vielleicht Räume frei für einen Younes, der dann da halt reinstarten kann und dann von So hinten dran bedient wird. Ja. Weil die werden halt schon aufpassen, wenn du da einen Silva hast, der ja auch heute, wenn du dir den einen Schuss anguckst, wo er da erst den Ball irgendwie mit einer echt geilen Körperbewegung sich auf den starken Fuß legt und dieses Ding dann da drauf zimmert. Okay, es war so ein bisschen von außer, also von links neben am Tor, aber der war halt schon gefährlich. Die werden den halt schon ordentlich versuchen, da eng zu decken. Und das Gleiche gilt halt für Jovic auch. Wenn du siehst, das Tor, was der da gegen Schalke gemacht hat, wo sich jeder normal gelenkige Mensch irgendwie zweimal die Hüfte ausgerenkt hätte, also die werden sich die schon dann vornehmen und dann hast du auf einmal Platz für Leute, die halt von hinten da reinkommen und da ist halt ein Younes schon auch ein geiler Typ für. Hast du auf jeden Fall recht und gerade wenn du auch guckst, die Alternative ist ja, dass ein Kamada oder ein Rustic im Endeffekt auch auf der 10 spielen. Ja, ich glaube, das, was du gerade sprichst, ist eigentlich die Situation, dass du, wenn du die Spieler vorne drin hast, du hast einmal die Möglichkeit, vielleicht hast du definitiv an sich schon über die Mitte mehr Platz für einen Younes oder auch die Außen müssen sich natürlich, sie müssen sich im Endeffekt auf die Mitte ja erstmal konzentrieren, kannst du auch nochmal nach außen spielen, schön eine Flanke ist auch gut, wenn du natürlich so zwei Granaten davon drin haben, den muss ja der Ball eigentlich nur mal ein bisschen einigermaßen gerade auf den Fuß fallen, dann machen die auch die Tore. Das ist natürlich bei einem Kamada leider Gottes und wir wollen ja kein Kamada-Shaming machen, aber da ist natürlich jetzt nicht unbedingt jeder Schuss ein Treffer. Da hätte ich schon gerne die beiden vorne drin. Also bin ich auf jeden Fall, würde ich da mitgehen. Also ich glaube, du wirst nicht so wahnsinnig viele Torschüsse bekommen und dann will ich da halt schon auch Leute haben, denen ich eine gewisse Gefahr im Torabschluss halt auch zuschreibe. Gerne. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Und ich denke mal, so wie Patrizia das gesagt hat, würde sie auch mitgehen, oder? Ja, ich will das eigentlich auch gerne mal sehen, die beiden zusammen. Ja, also der ist jetzt auch Bielefeld ist jetzt nicht die Mannschaft, wo ich totalen Schiss vorhaben würde. Also die würde ich dann da halt auch echt reinnehmen. Zumal Hütter ja eigentlich auch als Trainer eine Doppelspitze präferiert. Ne? Eigentlich ist ja 4-4-2 doch immer sein System gewesen. Korrekt, stimmt. Ja. Deswegen er ist ja ohnehin schon Fan von der Doppelspitze. Also warum nicht? Ja, also haben wir doch jetzt die beste Möglichkeit dafür. Hervorragend. Dann machen wir das mal so.
Dann packe ich mal diese Ausstellung dann in unsere Shownotes. Und dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch beiden und von mir natürlich. Und dann können wir auch schon hier den Deckel der kurzen 1-Stunden-Sendung zumachen. Dennis. Okay, ich gehe auch auf Sieg für die Eintracht, denke aber, dass es nicht ganz so einfach wird. Deshalb nicht 3-0, sondern ein 2-0. Mhm. Patricia? Ja, hätte auch 2-0 gesagt, einfach aber, weil Jovic und Silva jeder ein Tor machen sollen und dann sind alle zufrieden. Und ja, ich möchte keinen der Stürmer benachteiligen, deswegen muss halt jetzt jeder ein Tor machen. Gerne auch jeder zwei, ja. Also, aber der arme Jonas ist ja jetzt hier ausgenommen. Na, der hat ja heute eins gemacht. Okay, okay. Ja. Genau, also Younes wird bei mir auch ausgenommen, trotzdem schießt die Eintracht 3 Tore, weil ich finde, Kostic hat sich auch mal wieder 1 verdient für die viele Mühe, die er gemacht hat. Wir kriegen trotzdem aber einen Gegentreffer, weil wir trotzdem immer irgendwie einen Gegentreffer kriegen, deswegen gewinnt die Eintracht 3-1. Sag ich jetzt mal so, nicht? Das ist doch mal gelebter Optimismus hier. Ja, können wir aber auf jeden Fall, glaube ich, damit zufrieden sein. Und dann heißt die Devise, wir nehmen 3 Punkte von der Alm mit und bleiben weiterhin auf der Straße des Ungeschlagenseins, zumindest für ein paar Spiele in Folge und schnuppern weiterhin so ein bisschen an dieser Europaluft, was auch jetzt, glaube ich, nicht so schlecht wäre in der aktuellen Situation. Ja, unbedingt. Und du hast ja auch wirklich dann Spiele, du spielst jetzt gegen Bielefeld, gegen die Hertha, Hoffenheim und Köln. Das ist doch geil eigentlich. Da musst du eigentlich doch wirklich jetzt mal alles auspacken und mal richtig geil punkten, dich da oben festsetzen. Dann sind die Möglichkeiten. Man sieht doch, die Mannschaften sind ja jetzt wirklich nicht überragend oder spielen jetzt hier auf dem höchsten Niveau und musst jetzt Angst haben, dass du hier komplett untergehst. Gerade mit der Also ich bin momentan jetzt wirklich wieder richtig motiviert, gerade, ihr habt es vorhin gesagt, direkt nach dem Freiburg-Spiel aufzunehmen, wo dann in Anführungszeichen nur 2-2 spielst, ist vielleicht die Motivation erstmal nicht ganz so riesig, aber jetzt ist doch wieder, ja. Ja, Fußball gucken macht gerade wieder Spaß. Ja, irgendwie schon, so ein bisschen zumindest. Es war zwischenzeitlich ja echt schwierig. Ja. Also ja. Oh ja. Langsam echt? Auch ein bisschen Spaß an der Mannschaft, wenn ich ehrlich bin. Ich fand, die war zwischenzeitlich so ein bisschen schwer zu greifen, was vielleicht auch an diesem Büffelherde-Blues noch hing, den man da so hatte. Aber jetzt, also es gibt echt einige Spieler, die ich richtig, richtig geil finde bei uns. Also gefällt mir schon sehr gut. Ja, sehe ich auch so. So. Ja. Dann lasst uns nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben vorher gesagt, wir machen eine kurze Sendung. Es hat so semi-gut funktioniert. Es ist jetzt 11:45. Der eine oder andere muss vielleicht morgen auch noch arbeiten. Von daher, liebe Leute da draußen, beenden wir jetzt hier diese Aufnahme. Vielen Dank für alle, die jetzt auch zu dieser späten Stunde hier noch im Live-Chat waren und uns live zugehört haben. Vielen Dank an alle, die uns hier fleißig unterstützt haben. Nächste Woche dann hoffentlich wieder ein bisschen normale Zeit und so ein bisschen regulärer und dann hoffentlich mit 3 Punkten aus Bielefeld. Wir entlassen euch in eine wunderschöne Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.